Und auch der Schnelltest beginnt in den USA. Erster Wert für heute aus der Automobilbranche. Wir kommen zu Ford. Da gab es eine Gewinnwarnung. In diesem Jahr hat man bis jetzt 4 Millionen Autos zurückrufen müssen wegen diverser Probleme. Zudem hat man Probleme in Südamerika. Der Gewinn wird jetzt mit 6 bis 7 Milliarden Dollar, rund 1 Milliarde Dollar niedriger ausfallen als bisher erwartet. Ist zwar kein Drama, aber die Aktie drängt sich derzeit nicht zum Kauf auf. Da kommen wir zur nächsten Gewinnwarnung. Die kommt dann diesmal von Tesco. Ja, das ist ein britischer Einzelhändler. Bereits die dritte Gewinnwarnung in nur 2 Monaten. Das ist wirklich eine Never-Ending-Story. Bei der Gewinnwarnung im Juli war es, glaube ich, da waren wir von falschen Zahlen ausgegangen. Und zwar sind da Einnahmen zu früh und Ausgaben zu spät verbucht worden. Und jetzt versucht man über externe Berater da jetzt mal Licht ins Dunkel zu bringen, was da überhaupt vorgeht. Intakter Abwärtstrend, ganz klar Finger weg von dieser Aktie. Auch ein Beispiel dafür, dass Warren Buffett auch nicht nur ein goldenes Händchen hat, denn hier ist er auch ganz groß investiert. Sieht es denn besser aus bei 2G Energy? Ja, da ist das Tal der Tränen durchschritten. Man hat eine gute Auftragslage. Umsatzprognose für 2014 wurde nun angehoben. Auch eine erfreuliche Entwicklung der EBIT-Marge. Und die Aktie ist charttechnisch noch ein bisschen wackelig und erst über 27, 28 Euro hält sich aber die Charttechnik auf. Dann haben wir Alas. Erst im Juli hatte man die Ergebnisprognose reduziert, jetzt wieder kehrt Marsch. Trotz Sonderaufwendungen wegen der Schließung eines Standorts soll der Gewinn 2014 nun rund 5 bis 10% zulegen. Die Aktie, die arbeitet momentan noch an der Bodenbildung. Ersten Anstieg über die 11-Euro-Marke, das wäre ein erster positiver Impuls. Dann kommen wir zur deutschen Enningen. Ja, deutsche Immobilienaktien, die werden weiterhin relative Stärke zeigen. Wir hatten ja im Aktionärsbrief schon einige Empfehlungen ausgesprochen. Die beschlossene Mietpreisbremse, die wird jetzt bis zum Jahresende auch noch dazu führen, dass Mieten nochmals deutlich steigen werden. Analysten haben jetzt eine Reihe von Werten mit Hochstufungen bedacht und deutsche Enningen bleibt ein Kauf. Kommen wir jetzt wieder zum Unternehmen, wo man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss. MIFA, Mitteldeutsche Fahrradwerke. Ja, da ist die Rettung vorerst gescheitert. Jetzt also eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das Rettungsprogramm der indischen Hero Cycles, das könnte eine Finte gewesen sein. Ich glaube, da werden noch Bücher geschrieben über diese Story. Im Rahmen der Due Diligence hat ja Hero Cycles hat ja auch alle Produktionsprozesse bei MIFA wirklich ganz intensiv unter die Lupe genommen und dann beim Bau einer eigenen Fabrik in Indien dann noch angewandt. Und das angebliche Rettungsinteresse an der MIFA, das könnte also nur vorgespiegelt sein. Und das war eigentlich möglicherweise nur ein cleverer Akt von Wirtschaftsspionage. Und die Aktie, die sollte auf jeden Fall weiterhin gemieden werden. Also da geht bei MIFA keinem mehr ein Licht auf, aber vielleicht bei Aixtron. Da gab es jetzt einen Kurssprung von rund 20% nach einem Großauftrag aus China. Das geschätzte Volumen dieses Auftrags, 75 bis 100 Millionen Euro, das wäre der bisher größte Auftrag der Firmengeschichte. Aktie ist also deutlich angesprungen daraufhin. Könnte jetzt spekulativ wieder interessanter werden, nachdem es ja in den letzten Monaten und auch Jahren wirklich schwierig war mit Aixtron. Aber nach dem dynamischen Anstieg würde ich jetzt erstmal einen Rücksetzer abwarten. Und bei Nordex, da sprudeln die Aufträge. Ja, und da ist die Mittelfristprognose bis 2017 um durchschnittlich 10% angehoben worden. Auch im zweiten Halbjahr 2014 dürfte sich die Gewinndynamik deutlich erhöhen. Im zweiten Quartal hatte man ja noch hohe Anlaufkosten für die neue Produktgeneration zu verbuchen und das fällt jetzt weg. Zudem gab es auch im August große Neuaufträge, erfreulicherweise auch aus Deutschland. Da sah es ja zuletzt ein bisschen schwierig aus. Die EEG-Novelle, die wird offensichtlich gut verkraftet. Und Analysten haben ihre Kursziele erhöht und auch für uns bleibt Nordex weiterhin in Kauf. Dankeschön für die Auskünfte, Herr Kantim. Also, meine Damen und Herren, Nordex noch ein ganz heißer Kandidat für Ihr Depot. 3 sind es dann eher nicht. Mitteldeutsche Fahrradwerke, Tesco oder auch Ford. Hier gibt es Gewinnwarnungen. Wenn nicht sogar, geht bei den mitteldeutschen Fahrradwerken vielleicht sogar die Lampe aus. Also, das der Aktionärsbrief TV für heute. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes, verlängertes Wochenende. Morgen ist Freitag, da feiern wir auch den Tag der Deutschen Einheit. Deswegen gibt es morgen keine Sendung, aber am Montag wieder. Dann gibt es Geld oder Brief.